Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast zum Gespräch eingeladen, nämlich Dr. Andreas Beck. Wir sprechen über das spannende und auch teilweise etwas komplexe Thema Anleihen bzw. Anleihen-ETFs. Und wenn Anleihen in deinem Portfolio bisher noch keine Rolle spielen, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen, denn du erfährst, worauf du achten musst, wenn du Anleihen auswählst und welche Risiken beim Investieren in Anleihen bestehen. Viel Spaß! Andreas, herzlich willkommen hier in München in unserem Studio. Du hast letztens mit Jens über Nachhaltigkeit gesprochen. Heute im Rahmen unserer Themenwoche sprechen wir über Anleihen-ETFs. Und ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Anleihen-ETFs ist ja ein Thema, was vielleicht für Privatanleger noch nicht so, sagen wir mal, wie sagt man im Englischen, common ist, ja, populär ist. Die Anleger haben sich ja doch eher über Sparpläne und so weiter im Bereich der Aktien-ETFs getummelt. Da haben wir auch schon x-mal drüber gesprochen. Aber wir wollten heute jetzt mal über das Thema Anleihen sprechen. Und bevor man über Anleihen und Anleihen-ETFs spricht, sollte man vielleicht einmal über die Zinsen sprechen. Denn da hat sich ja in den vergangenen, sagen wir mal, 18 Monaten viel getan. Zinsen niedrig, hoch, jetzt kommen sie wieder ein bisschen runter. Wie ist da deine Einschätzung? Ja, also die Zinsen waren ja praktisch 10 Jahre bei Null, mehr oder weniger, sodass der Markt überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat. Und es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, wie gut diese Anlageklasse eigentlich passt zur Portfoliokonstruktion, auch für längerfristigere Anleger. Und wenn man nur 20% Anleihen beimischt oder so, aber es ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Assetklasse. Und das hat sich dann 2023 geändert mit den extremen Zinserhöhungen in den USA und auch im Euroraum. Ja, und seitdem geht es so ein bisschen hin und her. Wenn man sich jetzt anschaut, was sozusagen dieses Jahr die Märkte bewegt hat, dann sieht man, am Jahresanfang waren die kurzfristigen Zinsen unter 4%, sehr hoch. Und dann hatten wir eine stark inverse Zinskurve. Das heißt, je länger die Laufzeit, umso weniger Zinsen habe ich bekommen auf die Anleihen. Und das lief dann so bei 2,2% raus bei 10 Jahren. Und interessanterweise hat sich diese Zinskurve eben deutlich abgeflacht im Laufe des Jahres. Das heißt, wir sind jetzt bei vielleicht 3%, knapp 3% beim kurzen Ende. Und am langen Ende ist sie aber auf 2,5 gestiegen. Das heißt, wir haben jetzt schon fast eine flache Zinskurve und das ist eine gesunde Normalisierung für den Markt, würde ich sagen. Normalerweise ist ja kurzfristige Zinsen niedriger als langfristige. Also glaubst du, dass wir jetzt von der inversen Zinsstruktur in eine normale Zinsstruktur uns entwickeln werden? Also die eigentlich normale Zinskurve ist, dass ich am kurzen Ende etwas weniger bekomme als die Inflation und am langen Ende etwas mehr. Mhm. Also dass sie so leicht steigt. Mhm. Die EZB wird die Zinsen weiter senken. Dafür sind die Wirtschaftsdaten schlecht genug, als dass man da davon ausgehen darf. Auch wenn die Inflation, die Inflation ist jetzt noch nicht gegessen. Also da kann auch alles Mögliche passieren, gerade geopolitisch, sodass das vielleicht jetzt nicht so ganz linear weiterfällt, auch nicht in einem hohen Tempo. Das ist noch relativ unklar, aber auf jeden Fall sind die Zinsen im Moment viel zu hoch. In den USA ist es ja noch extremer, weil die kurzlaufenden Zinsen einfach deutlich über der Inflationsrate sind und auch oberhalb der Inflationserwartung sind. Und das ist eigentlich nicht das, was man für eine Volkswirtschaft braucht. Wenn man über Zinsen spricht, wir haben jetzt auch immer kurzlaufende Zinsen, langlaufende Zinsen gesprochen, da ist ja auch, glaube ich, viel Missverständnis drin. Weil wenn man jetzt irgendwo liest in der Zeitung, die Zinsen sinken, dann kommt es ja sehr stark darauf an, über was für einen Zins spricht man denn eigentlich. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel langlaufende Anleihen kaufe und die kurzfristigen Zinsen sinken, dann hat das im Zweifelsfall überhaupt keine Auswirkung, wenn die langfristigen Zinsen stabil bleiben. Ja. Also wie hängt das denn zusammen? Nee, gut, dass du das ansprichst. Genau. Was halt die Europäische Zentralbank steuert und eigentlich auch in der Theorie nichts anderes machen sollte, ist die ganz kurzfristigen Zinsen zu bestimmen. Mhm. Und dann senkt sie die halt, aber was der Markt dann am langen Ende der Zinskurve nimmt, das hängt davon ab, was die Marktteilnehmer für eine langfristige Zinserwartung haben. Also ist es jetzt attraktiv, mir einen Coupon über 2,5% für eine Bundesanleihe auf 10 Jahre einzubuchen oder nicht? Das ist eine ganz andere Frage, wie was für einen Zins gibt es auf einen Monatsbasis. Und diese langfristigen Zinsen sind eigentlich die relevant sind, weil die Unternehmensanleihen werden in der Regel auch 3, 5 oder 10 Jahre begeben. Die Hypotheken, die eine große Rolle spielen für den Privatanleger, sind auch 5- oder 10-jährig. Das heißt, das kann halt dann schon vorkommen, dass in der Zeitung steht, die Zinsen sinken und dann denkt man sich, ui, dann könnte ich jetzt doch vielleicht mal mit der Bank für die Verlängerung meiner Hypothek sprechen und man sieht, oh, die sind aber gestiegen, die Zinsen.
Deswegen, das sind eigentlich zwei Paar Stiefel. Aber das Relevante für die Wirtschaft ist so der Bereich 5 bis 10 Jahre. Wenn man jetzt kurzfristig investiert als Privatanleger, dann gibt es ja da immer die Alternative Tagesgeld, Festgeld. Da gibt es ja auch verschiedene Broker, die da immer wieder mit Sonderaktionen oder auch jetzt neuen Zinsmodellen sozusagen auf Kundenfang oder Einlagenfang gehen. Aber es gibt auch noch das Thema Geldmarkt-ETFs, wo man sich sozusagen direkt am Geldmarkt beteiligen kann. Wenn jetzt da die Zinsen sinken, dann fällt natürlich auch mein Ertrag entsprechend. Also man kann wirklich sagen, es sind drei verschiedene Anlageklassen. Ich habe den Geldmarkt, ich habe ein breit gestreutes Anleihenportfolio, das muss ich wirklich so sagen, breit gestreut, weil gerade bei Anleihen ist die Streuung extrem wichtig, weil ich ja Ausfallrisiken habe auf der einen Seite, aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, dass sich eine Anleihe im Wert einfach mal so verdoppelt, sondern die wird halt, ganz lange Zeit verreicht. Ja, eine argentinische Staatsanleihe könnte sich verdoppeln, die steht bei 50, aber normalerweise wird die halt zu 100 zurückbezahlt. Ich habe mir mal ganz früher mal eine russische, also eine von der russischen Föderation eine Staatsanleihe gekauft, in D-Mark war die noch, zu 29% und die ist dann mit 100% zurückbezahlt worden. Also die Wirtschaftszahlen in Argentinien entwickeln sich gerade sehr, sehr gut. Javier Milei ist relativ erfolgreich und es gibt eine argentinische Euro-Anleihe, die notiert ungefähr bei 50 mit Laufzeit bis 29. Die kann man sich mal anschauen, wenn man da spekulieren will. Also, dass er dann mit 100 zurückbezahlt wird, meinst du? Ja. Keine Empfehlung, aber wenn man da ein bisschen spekulieren will. Aber okay. Vielleicht kurz nochmal, es gibt ja am Anleihenmarkt wirklich ganz viele so Spezialsituationen eigentlich. Das macht es ja auch ganz spannend. Ja. Genau, aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden so über die Assetklasse, breit gestreut, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, im Wesentlichen Investment Grade, im Wesentlichen Euro. Das ist eine eigene Anlageklasse und die ist eigentlich ganz anders als die Anlageklasse Geldmarkt und die ist auch anders als die Anlageklasse Aktien. Deswegen kann man damit eben gut spielen, zum Beispiel abhängig von der Fristigkeit, die man hat. Was wirklich gar keine Schwankungen verträgt, muss praktisch im Geldmarkt sein, weil Anleihen sind auch Wertpapiere. Und wenn ich so eine 10-jährige Anleihe kaufe oder ein Portfolio mit Anleihen zwischen 5 und 10 Jahren Laufzeit, dann ändert sich halt je nachdem, wie die Zinserwartung ist am Markt, schon auch mal der Kurs um 1-2%. Also das ist alles viel, viel, viel geringer als im Aktienmarkt, aber ich habe gewisse Schwankungen. Und wenn ich Geld jetzt wirklich überhaupt schwankungsfrei anlegen will, dann ist Geldmarkt sozusagen nicht zu ersetzen. Und der Geldmarkt ist jetzt halt folgendermaßen. Der hat deswegen immer den gleichen Kurs, weil sich der Zinscoupon ja gleich anpasst. Also wenn die Zinsen sinken, dann habe ich gleich eine niedrigere Rendite. Aber der Kurs bleibt gleich. Während bei Anleihen ist es so, wenn ich jetzt mir ein Portfolio kaufe zum Beispiel, wenn ich das breit streue im Euroraum, dann habe ich im Moment so eine Umlaufrendite von 4%, also wir zumindest. Bei unseren Zahlen sind wir so zwischen 3,9 und 4% Umlaufrendite. Aber wenn jetzt die Inflation wieder anzieht und die Zinskurve zieht vielleicht an einem langen Ende, dann habe ich da auch Kursschwankungen. Mhm. Ja, die können auch negativ sein. Und deswegen ist so ein Anleihenportfolio ist ein Baustein für so ein Portfolio. Ich will jetzt nicht von Anlagehorizonten sprechen, aber sagen wir mal, ein halbes Jahr sollte man mindestens Zeit haben. Und dass alles, was wirklich kurzfristig ist und dann Liquidität da sein sollte, dann ist das Beste, man bleibt im Geldmarkt. Und es gibt sehr, sehr gute Geldmarkt-ETFs, also die ganz einwandfrei da die Renditen einsammeln, die möglich sind. Ja, gibt es ja auch in Dollar oder im Pfund zum Beispiel, kann man auch noch in der Währung dann variieren, wenn man das möchte. Ja, aber dann hat man ja gleich wieder Schwankungsrisiken von 10-20%. Ja, aber man sichert sich den kurzfristigen Zins, das von der jeweiligen Währung, von dem jeweiligen Landeszinsen. Also wenn ich Kursschwankungen akzeptiere, dann gibt es sozusagen gesunde Anlageklassen und dann gibt es welche, wo eigentlich das Risiko in keinem Verhältnis zur Rendite steht. Und Währungsrisiken sind eigentlich relativ giftig auf der Anleihenseite. Also bevor ich da Schwankungsrisiken akzeptiere, indem ich einen US-Dollar-Geldmarkt-ETF nehme, sollte ich dann doch lieber vielleicht in ein Anleihenportfolio gehen. Es sei denn, es gibt ganz fundamentale Gründe, warum eine Währung stärker ist als eine andere. Früher war die D-Mark stärker als die Lira und italienische Geschäftsleute haben natürlich eine Position in D-Mark gehalten und das war kein Währungsrisiko. Mhm. Und diese Position hat heute vielleicht der Schweizer Franken, aber Gold, Pfund, Euro, die haben alle ihre Stärken und Schwächen und da weiß kein Mensch, wie sich die jetzt die nächsten 6 Monate entwickeln. Bei anderen gibt es ja noch ein weiteres Risiko, was man mit anschauen muss. Wir haben ja, sagen wir mal ganz grob, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.
Und bei Unternehmensanleihen gibt es ja gute Unternehmen, schlechtere Unternehmen oder ganz schlechte Unternehmen. Das ist ja auch relevant. Das heißt, wenn ich jetzt ein Portfolio mir aufbaue mit einzelnen Anleihen und die Qualität dieser ganzen Schuldner verschlechtert sich, das Zinsniveau bleibt aber gleich, dann würden trotzdem die Kurse dann der Anleihen fallen. Ja, ich glaube, wir müssen deswegen heute auch über ETFs sprechen, weil die Unternehmensanleihen sind in der Regel in der Stückelung von 100.000 nur. Mhm. Das hat regulatorische Gründe. Die sind nichts für den Privatanlegermarkt und deswegen haben sie so eine hohe Stückelung. Und eine Unternehmensanleihe kann ausfallen. Und wenn es Bilanzfälschung ist. Ja? Also man muss sich das so vorstellen. Ich kaufe heute eine Unternehmensanleihe, die hat vielleicht 10 Jahre Laufzeit und gibt mir einen Coupon von 4%. Und die kaufe ich zu 100 und dann kriege ich die in 10 Jahren zu 100 zurückbezahlt und kriege halt jedes Jahr meine 4%. Aber ich kann ja nichts gewinnen. Also wenn das Unternehmen sich sensationell entwickelt, kriege ich trotzdem nur 100. Hm. Aber wenn das Unternehmen insolvent wird, dann habe ich ein Problem. Hm. Deswegen ist da die Risikostreuung, das Risikomanagement fast noch wichtiger als auf der Aktienseite, wo sich halt auch was verdoppeln kann. Und da sollte man als Privatanleger tatsächlich jenseits der AAA-gerateten, also der ausfallsicheren Staatsanleihen, der deutschen Bundesanleihe zum Beispiel, sollte man da die Finger lassen und sollte dann lieber in einen breiten Portfoliobereich gehen. Ja. Fonds oder ETF dann. Ja, und es gibt ja auch da, zu allen Klassen gibt es da schon passende ETFs. Also. Bevor wir näher auf die ETFs eingehen, habe ich noch mal eine Frage, weil das hören wir immer wieder, wenn wir mal das Thema Anleihen oder Anleihen-ETFs auch in anderen Videos mal streifen. Dann sagen die Leute immer, ich bin noch so jung, ich brauche keine Anleihen im Portfolio. Aktien sind die stärkste und renditestärkste Anlageklasse. Wenn ich jetzt also fürs Alter spare, ich jetzt zum Beispiel 30, 35 bin, würdest du dann sagen, brauche ich auch Anleihen? Oder ist das erst eher was für jemanden, der sozusagen dann nahe dem Rentenalter ist, der dann anfängt, von seinem Vermögen auch vielleicht zu leben, um da eine gewisse Sicherheit reinzubringen? Also ich spreche mal aus der Praxis, nicht aus der Theorie. Mhm. Ne? Weil es nützt mir nichts, wenn ich ein Portfolio kaufe, was theoretisch hochrentabel ist, aber ich kann da nicht mehr schlafen und ich bin dann gezwungen, in der Krise vielleicht zu verkaufen oder so. Also es gibt zwei Arten von Zahlungsströmen, meine Erfahrung jetzt. Es gibt Menschen, die verdienen halt mehr Geld, als sie ausgeben und die wissen, tendenziell geht es beruflich weiter voran und dann habe ich gewisse Einnahmen, die kann ich investieren. Warum nicht 100% Aktien? Kein Stress. Weil wenn es ein bisschen schief geht, ist es halt emotional nicht so schlimm. Kommt so viel Einkommen wieder rein auch, um das wieder auszugleichen im Zweifelsfall. Ja, genau, weil es geht ja weiter, es geht ja weiter, es geht ja weiter. Das ist vollkommen anders, wenn ich zum Beispiel mit 57 eine Abfindung bekomme, weil ich bei SAP in der Restrukturierung entlassen werde. Dann weiß ich, das ist der letzte große Batzen, den ich bekomme. Und wenn ich dann da 120.000 Euro Abfindung bekomme, dann muss ich damit ganz anders umgehen. Oder wenn ich mit 40 erbe oder eine Schenkung bekomme und das ist, ich weiß, das ist jetzt sozusagen das Erbe von meinen Eltern, ein Haus wird verkauft, ich habe plötzlich 400.000. Damit muss ich ganz anders umgehen. Und da gibt es niemanden, der wirklich, also meiner Erfahrung nach, 100% Aktien geht. Das ist auch nicht sinnvoll, weil man weiß nicht, wie die nächsten 10 Jahre laufen. Wir haben jetzt tolle Aktienjahre hinter uns, dafür sind sie aber auch hoch bewertet und dafür sind ja Anleihen da, dass ich eben ein breit gestreutes Portfolio baue. Und wenn man sich jetzt die Kapitalmarktforschung anschaut, dann ist eigentlich, wenn ich so eine langfristige Planbarkeit möchte, der Trend, so ein 60-40-Portfolio zu fahren. 60 internationale Aktien, 40 national, also Anleihen in der nationalen Währung. Mhm. Und da kann man davon abweichen. Wir gehen eher Richtung 80-20, aber 100-0, die Leute, die meiner Erfahrung nach sagen, sie machen 100-0, die machen es auch nicht. Die haben halt dann Geld noch auf dem Konto und sagen, ja, ich weiß ja nicht, bei der jetzigen Bewertung, ich bin doch nicht wahnsinnig und so, aber das ist meiner Erfahrung nach schon sinnvoll, ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, ich will nicht 100-0, also dann, und dann, ja, okay, dann mache ich doch auch ein paar Anleihen. Wie kann man denn in das Anleihenthema dann investieren? Du hast schon gesagt, Einzelanleihen, eher dann direkt nur Staatsanleihen um die höchste oder Anleihen mit der höchsten Sicherheit. Die andere Alternative wäre dann Unternehmensanleihen. Da haben wir dann die Einschränkung mit den hohen Mindeststückelungen in der Regel. Deswegen Anleihen-ETFs oder Anleihenfonds. Das ist sozusagen so die Journey. Ja. Genau. Also es gibt so Aggregate-Bond-Indizes. Die machen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen relativ gleichgewichtet. Mhm. So 55, 45 oder so. Da gibt es ETFs drauf im Euro-Bereich.
einwandfreie Produkte. Ich kann aber auch einen Euro Corporate Bond nehmen. Ich kann Euro Corporate Bond 0 bis 3 Jahre nehmen oder so. Also die ETF-Industrie ist ja da hemmungslos, dass sie alles anbietet, was irgendwie nachgefragt wird. Es gibt auch nachhaltige Anleihen-ETFs inzwischen. Es gibt auch nachhaltige Anleihen-ETFs inzwischen, genau. Und ja, das ist dann die Frage, dann wie kompliziert soll man sich's machen? Also ich meine, gibt es da auch so eine Logik, wie dass man sagt, MSCI World, also gibt es da so Standard-Indizes, so nach dem Motto, den kannst du sehr gut zu deinem MSCI World oder MSCI All Country World Portfolio ja. einfach dazu mischen? Genau, Euro Aggregate Bond. Mhm. Ja. Das ist so praktisch der Anleihenmarkt im Euroraum. Ja. Jetzt muss man aber eins, weil du es vergleichst mit dem MSCI World, es gibt schon einen Unterschied. Der MSCI World ist interessanterweise ja auch erstmal in der Theorie geboren. Ja, also man kann eine Kapitalmarkttheorie begründen, dass wenn ich über die Marktkapitalisierung investiere, dass ich dann ein rationales Portfolio habe. Mhm. Das kann man gut begründen. Und so ist der MSCI World aufgebaut. Mhm. Das, was am teuersten ist, ist am höchsten gewichtet. Ja, warum? Weil die Investoren das auch am höchsten bewerten im Moment. Und wenn ich ganz meinungsfrei bleibe, bei allen Blasenrisiken, man kann es gut begründen. Mhm. Das gibt es beim Anleihenmarkt nicht. Ich kann ja beim Unternehmensanleihenmarkt, ich kann ja keinen Index bauen, wo der mit den größten Schulden ist ja, am meisten gewichtet. Dass der am höchsten verschuldet ist, am höchsten gewichtet ja. ist. Ja. Das heißt, diese Anleihenindizes, die sind anders strukturiert. Mhm. Dann sind die ja viel komplizierter, weil die Aktien laufen ja endlos, aber die Anleihen, die werden begeben und werden fällig. Mhm. Und da sind zum Beispiel sehr viele Anleihenindizes so, dass sie Anleihen erst aufnehmen, wenn sie schon ein Jahr am Markt sind und dann nach einer gewissen Zeit auch Vorfälligkeit wieder herausnehmen. Mhm. Ja? Kann man nachlesen in diesen Indexkonstruktionen. Jetzt ist das aber wahnsinnig ineffizient. Also, weil die gerade Unternehmensanleihen, Märkte sind nicht liquide. Da habe ich Geldbriefspannen von 0,2, 0,3, 0,4. Das wäre wahnsinnig ineffizient, mhm. wenn große ETFs, große Positionen dann auf die Art und Weise tatsächlich handeln würden. Das heißt, dieses Phänomen, dass es für ETF-Anbieter oft sinnvoll ist, den Index gar nicht zu kaufen, sondern mit einem aktiven Portfolio Optimized Sampling zu betreiben, also den Index nur anzunähern, das ist beim Anleihenmarkt viel, viel, viel stärker ausgeprägt. Mhm. Also beim Anleihenmarkt kann man fast sagen, dass die Portfolios, die tatsächlich diese Anleihen-ETFs ausmachen, nicht wirklich was zu tun haben müssen mit dem was Index. Was dann wirklich im ETF drin ist. Oder, ja, genau. oder umgekehrt halt. Ja. Mhm. Also, und es ist auch sinnvoll, weil insofern sage ich immer, es gibt bei Anleihen nur aktives Management. Auch die Anleihen-ETFs sind aktiv. Ja. Aber hat man da nicht auch ein verstecktes Risiko? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir als Anleger einen breit diversifizierten Anleihenindex mir aussuche und jetzt machen wir mal Beispiel, weiß, da sind, was weiß ich, 5% Apple-Anleihen drin oder sowas, ja. In der Realität sind dann aber in dem Anleihen-ETF, keine Ahnung, 10% Apple-Anleihen drin, weil es über das Sampling sich halt so besser darstellen lässt und günstiger. Habe ich dann da nicht ein höheres Risiko? Also das Risiko, dass sich der ETF anders als der Index entwickelt, weil er nicht 1:1 abbildet, habe ich immer als Anleger. Ja, genau. Aber von der Performance würde ich mal sagen, da funktioniert das Sampling. Da unterstelle ich jetzt mal die ETF-Anbieter. Ja, mal besser, mal schlechter. Gut, aber grundsätzlich, glaube ich, können die Emittenten das ja einigermaßen den Index abbilden. Aber wenn jetzt Apple pleite gehen sollte, jetzt ein blödes Beispiel vielleicht, dann habe ich ja faktisch dann trotzdem 10% Anleihen von diesem Unternehmen drin, was ich ja eigentlich nicht haben wollte. Oder gibt es da vielleicht Besicherungen noch? Oder naja, Besicherungen gibt es nicht. Aber also an der Risikostreuung scheitert es bei diesen Anleihen-ETF in der Regel nicht. Mhm. Das kann man sagen. Also dass die so hochkonzentriert in einem Unternehmen sind, das ist eher nicht der Fall. Mhm. Das würde ich schon sagen. Also ich würde jetzt nicht von einem erhöhten grundsätzlichen Risiko gehen. Wenn ich breit streue, 300, 400, zum Teil 1.000, 2.000 Anleihen, gut, das sind immer wieder Anleihen auf dem gleichen Unternehmen, die ja mehr Anleihen emittieren, dann ist es schon so, dass Ausfälle von einzelnen Unternehmen sehr gut verkraftbar sind. Was durchschlagen kann, ist, wenn eine ganze Branche in Schieflage gerät. Mhm. Also zum Beispiel, wenn die Bankenbranche in Schieflage gerät. Die Banken sind grundsätzlich relevante Emittenten am Anleihenmarkt, also deren Kerngeschäft quasi Geld aufzunehmen auch. Und wenn so eine Branche in Turbulenzen gerät und die Risikoprämien für diese Branche nach oben schießen, dann kann sich das in dem Index schon deutlich bemerkbar machen. Aber dieses eigentliche Ausfallrisiko, dafür sind die eigentlich zu breit gestreut. Dieses ganze Anleihen-ETF-Segment, ich habe vorhin noch mal bei uns in der Suche nachgeschaut. Es gibt
rund 1.100 Anleihen-ETFs. Ich glaube, es gibt um die 2.500 Aktien-ETFs. Was mir auch aufgefallen ist, die beiden größten Anleihen-ETFs, 12 Milliarden Euro haben die, ist einmal auf US-Staatsanleihen und einmal von iShares auf Euro-Corporate-Bonds. Das ist so der Flagship in dem Bereich. Und danach wird es schon relativ dünn. Ja, es gibt nicht so viele große ETFs. Zum Vergleich jetzt mal, der größte Aktien-ETF, der ist auf dem S&P 500, der hat 90 Milliarden Euro Fondsvolumen. Ist das ein Segment, wo du sagst, das entsteht jetzt erst? Oder ist es einfach ein Segment, was nicht so interessant ist? Es ist nicht so interessant. Also weil, wie gesagt, diese Aktien-ETFs, die kann ich aus der Theorie herleiten als sinnvolles Portfolio. Mhm. Und dann kann ich vielleicht noch ein Mehrfaktorenmodell drauflegen und dann habe ich ein Value, dann habe ich ein Quality, dann habe ich alles Mögliche. Das existiert bei den Anleihen nicht so. Und deswegen spielen im institutionellen Umfeld Anleihen-ETFs meiner Erfahrung nach auch keine große Rolle. Also weil es ist eh aktiv gemanagt und wenn es eh aktiv gemanagt ist, dann kann ich mir auch gleich überlegen, wie ich es managen möchte. Dann ist es ja viel besser, ich habe sozusagen die Zielstellung, Risikorendite zu optimieren, als ich habe die Zielstellung, Risikorendite und Tracking Error zu einem bestimmten Index zu optimieren. Also je mehr Nebenbedingungen ich bei einer Optimierung erfüllen muss, umso schlechter muss das Ergebnis werden. Das geht ja gar nicht anders. Und deswegen spielen die bei institutionellen Anlegern eigentlich keine Rolle und deswegen sieht man das auch in den Assets. Und das ist dann die Aussage, das ist eigentlich Retail-Geld oder Privatanlegergeld? Ja, und Retail und Vermögensverwalter. Für Vermögensverwalter ist das halt super praktisch. Mhm. Weil auch ein Vermögensverwalter, wenn er einen Kunden hat, der, sag ich mal, 1 Million investiert und 30% in Anleihen möchte und davon die Hälfte in Unternehmensanleihen, auch der muss mit ETFs arbeiten. Mhm. Von den ist ganz spannend, wenn man, ich weiß gar nicht, ob wir das Video schon veröffentlicht hatten. Ich meine noch nicht, das kommt nach unserem Video. Habe ich einen Talk gemacht mit jemandem von BlackRock, mit David Weniger. Und der hatte erzählt, dass das ganze Anleihensegment stark wachsen wird noch. Also dass quasi die Anleihen-ETFs auch im Verhältnis zum gesamten Anleihenmarkt einen relativ kleinen Anteil haben und die da eigentlich noch ein sehr, sehr hohes Wachstum eigentlich erwarten. Würde aber dann eigentlich nur tragfähig sein, die Aussage, wenn institutionelle Anleger dann doch verstärkt in Anleihen-ETFs investieren. Oder hat der Privatanlegermarkt dann weltweit so eine starke Macht? Naja gut, der Privatanleger entdeckt ja den Anleihenmarkt erst, ein bisschen spät. Na gut, es war ja auch nicht notwendig, haben wir vorhin festgestellt, ja, weil die Zinsen halt sehr niedrig waren. Ja. Die letzten 1,5 Jahre war halt schon sehr attraktiv. Ja. Mhm. Also ich wüsste nicht, warum ein Institutioneller, der die Möglichkeit hat, kostengünstig ein Anleihenportfolio aufzusetzen, warum der in ETF gehen sollte. Mhm. Würde mir jetzt kein Grund einfallen. Ja, ist ja eine gute Aussage. Also weil der Markt ist ja auch sehr heterogen. Ja? Und wir zum Beispiel, wir sind im Moment sehr stark auf der Floater-Seite unterwegs. Also wir haben 30% bei unserem Anleihenportfolio in Floater investiert. Das sind variabel verzinste Unternehmensanleihen. Zur Quartalsweise passen die meistens dann genau. an, oder? Und haben damit sozusagen das Zinsänderungsrisiko rausnehmen können aus dem Portfolio und haben dadurch Budget frei bekommen, um dann auch echte Langläufer zu kaufen. Und haben so diesen Bereich 3 bis 5 Jahre, wo die Kurve besonders invers war, haben wir vermieden. Ja, das ist völlig plausibel. Das, und so arbeitet eigentlich jeder, der professionell sich den Anleihenmarkt anschaut. Das ist ein heterogener Markt. Es gibt ganz, ganz viele Sub-Asset-Klassen. Man muss sich nur die Prospekte anschauen von den Unternehmensanleihen. Das ist ja nicht standardisiert wie bei Aktien. Da gibt es ja 100.000 verschiedene Formen. Und deswegen glaube ich, dass die ETFs da nicht so diese Rolle spielen werden. Also ist aber dann schon für einen Privatanleger schon eher schwierig, dann sich jetzt wirklich auch zu entscheiden, welchen anderen ETF nehme ich denn da? Oder macht es da vielleicht sogar Sinn, wirklich nach dem zu gehen, wo sind die größten Voluminas und sich dann vielleicht auf die Top 20 zu konzentrieren, weil die anderen unten sind dann so speziell, als dass da jetzt jemand sagt, ich will hohes Risiko, US-Dollar im Laufzeitband, 3 bis 5 Jahre oder im Laufzeitband 5 bis 7 Jahre, das ist ja sehr granular. Also da muss man ja schon eine sehr dedizierte Meinung haben, dass man sagt, das ist es jetzt eigentlich. Ja, die ETF-Industrie bietet wirklich alles an, was machbar ist. Ich würde dann schon einfach bleiben, einfach und breit gestreut. Also entweder ich nehme gleich einen Aggregate-Bond oder ich nehme eben einen Corporate-Bond oder einen Sovereign-Bond, je nachdem, wenn ich da selber mir eine Mischung machen möchte. Diese Laufzeiten, ja, okay, ich kann natürlich sagen, ich will jetzt nur kurze Laufzeiten,
Dann würde ich sagen, dann nimm gleich einen Geldmarkt, wenn du keine Risiken hast. Ja, du hast ja gesagt, es gibt quasi den Geldmarkt, dann so mittlere Laufzeit und lange Laufzeit, ja, in der sich sozusagen widerspiegelt. Da könnte sich ein Privatanleger auch dran orientieren. Ja. Zu sagen, so, keine Ahnung, 5 Jahre plus minus, kurzfristig mache ich Geldmarkt-ETFs und langfristig, da muss man natürlich dann auch einen entsprechenden langen Atem haben. Dann ja, also wenn jetzt ein Privatanleger anfängt und der fängt und die Zinsstrukturkurve ausliest und dann auch die Risikoprämien ausliest, werden ja auch veröffentlicht. Ja? Also der Spread von 3B zu 3A Anleihen in den verschiedenen Segmenten und sich dann noch so ein bisschen so ein Währungsthema überlegt, ja, dann ist er eigentlich schon als Vermögensverwalter unterwegs. Ja, das ist schon und als Vermögensverwalter, klar, da gehe ich in bestimmte Laufzeiten, dann haben Anleihen auch im Portfolio eine bestimmte Funktion. Also zum Beispiel habe ich vielleicht Anleihen dezidiert nur, um sie in der Krise zu verkaufen. Dann ist es natürlich sehr gut, ich gehe in AAA und gehe in echte Langläufer. Dann wird es halt ein bisschen komplizierter, aber das ist dann, glaube ich, schon wieder ein bisschen weit weg von der Realität des Privatanlegers, der sich einfach nur ein einfaches Portfolio bauen möchte und der sagt, okay, 100% Aktien ist mir zu schwankungsreich. Dann nehme ich halt 20%, 30%, 40% Anleihen dazu und dann würde ich auch da einfach bleiben. Und wenn du sagst global, meinst du dann auch andere Währungen? Oder weil du vorhin meintest, du ja eher, man soll dann im Euroraum bleiben, um nicht diese zusätzlichen Risiken zu haben. Aber wenn ich global dann investiere, dann habe ich ja sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatsanleihen und auch andere Währungen? Ja, das habe ich jetzt aus der Perspektive des Vermögensverwalters gesagt, der halt sich dann überlegt, dass er vielleicht noch 10% US-Dollar mit beimischt. Als Privatanleger würde ich davon auch die Finger lassen. Ja, also das, weil diese Währungsschwankungen, wir hatten jetzt relativ lange, relativ geringe Schwankungen zwischen Euro und US-Dollar, aber das kann auch jederzeit wieder ganz anders werden. Kein Mensch weiß jetzt auch, wie sich der Wahlausgang auswirkt auf die Notenbankpolitik. Und es gibt ja sehr viele, die sehr kritisch dem Euro gegenüber sind und die haben leider recht. Aber es gibt auch sehr viele, die sehr kritisch dem US-Dollar gegenüber sind. Und die haben auch recht. Auch recht. wir werden es sehen, ja, die Zeit wird es zeigen. Aber das heißt ja im Endeffekt, also wenn ich Anleihen ins Portfolio nehme, dann gibt es nur zwei Entscheidungen. Risiko, also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Bei den Unternehmensanleihen kann man, wenn man will, noch ein bisschen abstufen, nach höherem Risiko, etwas weniger Risiko und Laufzeit. Und die Währung sollte man dann immer im Euro lassen. Das heißt, ich brauche keine Emerging Markets Anleihen, ich brauche keine US-Dollar Anleihen. Eigentlich bleibe ich im Euroraum, um meinem internationalen Aktienportfolio einfach noch einen Sicherheitsbaustein in das Portfolio oder dem Portfolio zu ergänzen, um das Portfolio dann stabiler zu machen. Und lasse einfach den ganzen anderen Sums sozusagen einfach außen vor. Ja gut, das ist zu brutal. Natürlich, als Portfolio-Manager nimmt man gerne auch Emerging Markets Anleihen. Nein, Portfolio-Manager schon, ja, aber jetzt aber als Privatanleger. Ja, also wenn ich es mir einfach machen will, dann ist doch der Kernvorteil, ist doch die Stabilität, die ich dem Portfolio hinzufüge. Und ob ich jetzt 2,5% oder vielleicht 3,5% im Euroraum, je nach Laufzeit, je nach Risiko bekomme, ist ja dann eigentlich egal. Hauptsache, ich habe die Stabilität und habe noch einen Zusatzertrag. Also die Grundempfehlung für den Privatanleger ist, großzügig zu sein beim Risikobudget für die Aktienseite. Also den Aktienanteil, der ist ja lange viel zu niedrig gewesen bei Privatanlegern. Also da lieber mehr Schwankungsrisiken nehmen und bei Anleihen eher geizig zu sein mit Risikobudget. Das ist so die Grundempfehlung. Also wenn ich schon jetzt ins Risiko gehen will, dann nicht da groß rumspielen mit High-Yield-Bonds und sonst was, sondern eher lieber die Aktienquote halt noch etwas erhöhen. Und wenn jetzt einer sagt, Euro will ich definitiv kein Geld investieren, dann müsste er halt dann in andere Währungen ausweichen, hat aber dann die zusätzlichen Risiken. Ja. Ja, vielleicht als kleine Ergänzung noch. Ein Thema, was ja auch letztes Jahr für Aufsehen erregt hat, das sollte man nochmal kurz streifen, ist das Thema Laufzeit-ETFs. Also kannst du gleich erklären. Ich sage mal kurz die Fakten. Es gibt mittlerweile 70 ETFs in diesem Segment, also ETFs, die in Anleihen investieren mit einer begrenzten Laufzeit und rund, ich habe es jetzt nur grob überflogen, so irgendwas zwischen 5 und 6 Milliarden Euro sind da investiert, aber eigentlich nur Unternehmensanleihen. Das würde so ein bisschen bestätigen, was du gesagt hast, dass man da einen leichten Zugang zu der Anlageklasse Unternehmensanleihen bekommt. Ja, ich will da jetzt nicht zu sehr in Konfrontation gehen, aber kannst du gerne. Meiner Meinung nach sind diese Produkte sehr stark aus der Marketingabteilung entwickelt worden, weil der Privatanleger denkt dann gern, aha, in 3 Jahren will ich das Geld zurückhaben, also nehme ich jetzt auch lauter Anleihen mit 3 Jahren Laufzeit und dann gibt es halt jetzt diese ETFs, die so strukturiert sind. Aber der Unternehmensanleihenmarkt ist ja nicht so wahnsinnig liquide und ich muss schauen,
wenn ich Portfolio-Manager bin, dass ich bei der Zeichnung dabei bin, vor Börsennotierung, dass ich mir den Spread spare. Und dann muss ich auch schauen, dass ich bis Laufzeitende halte, eine Buy-and-Hold-Strategie wieder, dass ich mir diese Spreads spare an der Börse. Und da ist der Markt halt wirklich eng. Und dann gezwungen zu sein, nur Anleihen zu kaufen, die in einem sehr engen Zeitfenster fällig werden, so ein Portfolio würde ich mich weigern zu managen. Mhm. Ja, weil da ist einfach das Universum, was ich nutzen kann, wäre mir zu niedrig. Da ist der Markt quasi zu speziell zum Investieren, dass man alles in das, also der Filter wäre dann zu eng. Der Filter wäre mir zu eng, ja. Und der macht halt fachlich auch keinen Sinn. Also, warum glaubst du, dass es die Produkte dann gibt? Ja, weil die Menschen denken sich, ich möchte jetzt 3 Jahre mein Geld anlegen und Festgeld kriege ich noch 6 Monate. Ich will aber die Sicherheit haben, dass in 3 Jahren auch das fällig wird. Dann klingt das auf den ersten Blick ja wahnsinnig plausibel und das kann man ja auch machen. Also ich will jetzt nicht zu negativ darüber sprechen, aber aus Sicht des Portfolio-Managements ist es halt echt ein Nachteil, sich so derart zu limitieren, dass man nur in so ganz engen Bändern die Anleihen kaufen kann. Die Alternative wäre jetzt, nehmen wir mal an, das wäre so ein Laufzeit-ETF mit 3 Jahren Laufzeit. Ja? Wenn ich jetzt einen regulären Anleihen-ETF mit einem Laufzeitband von 3 Jahren nehmen würde, da ist es dann, könnte ich ja auch nach 3 Jahren einfach verkaufen, habe aber dann das Kursrisiko. Nur, dass wir das nochmal abgrenzen sozusagen. Beim Laufzeit-ETF würden ja die Anleihen dann fällig werden. Ich kriege mein Geld wieder. Bei einem laufenden habe ich halt Schwankungen. Da kommt es ein bisschen dann wieder auf die Faktoren Zinsentwicklung und so weiter. Wir haben mal eine Befragung gemacht für eine Gesellschaft. Also sie hat uns beauftragt, dass wir die Kunden analysieren, weil die Gesellschaft hat festgestellt, dass die Privatkunden kurz, mittel, lang als Fristigkeit immer Mittel angeben. Drei bis 5 Jahre. So einfach 3 zur Auswahl, ich nehme immer die Mitte. Ja. Dann will sie nicht festlegen. Dann hat man empirisch nachgeschaut, was machen die Menschen denn dann mit ihrem Geld? Mhm. Und die Antwort war, fast alle legen halt wieder 3 bis 5 Jahre an. Mhm. Also fast alle haben nur kurz und lang als Horizont. Mhm. Entweder ich brauche es halt als Liquidität abrufbar oder ich habe kein spezifisches Abrufdatum. Deswegen finde ich, sollte man da auch mit sich selbst so ein bisschen kritisch sein. Ja. Also wenn man sagt mittelfristig, dann ist es oft so ein Gefühl, weil man sagt, ja, ich will mich halt nicht langfristig festlegen. Aber auch wenn ich längere Fristigkeiten akzeptiere, zum Beispiel bei so einem Anleihen-ETF, dann heißt das nicht, dass ich mich wirklich festlege. Ich kann ja wieder raus. Also so ist es ja auch nicht. Ja. Ja. Ich denke mir manchmal, dass je länger die Laufzeit von einem Anleihen-ETF ist oder die Laufzeit von einer Anleihe, desto mehr Spekulation ist da eigentlich drin. Ja, weil man hat ja eine gewisse Hebelwirkung bei Zinsänderungen, aber auch bei Bonitätsveränderungen. Und wenn ich mir jetzt, nehmen wir mal dieses Beispiel Russland-Anleihe, wo ich vorhin kurz erwähnt hatte. Ja, sowas kaufe ich ja nicht, weil ich da jetzt eine Geldanlage, also das war, keine Ahnung, das war bei einer Bankausbildung, also schon sehr, sehr lange her, ja, müsste man mal raussuchen, wann das war. Aber ich kaufe das ja nicht, weil ich da jetzt eine attraktive Geldanlage irgendwie suche. Also natürlich will ich damit eine Rendite machen, aber ich kaufe das ja, um irgendeinen kurzfristigen Gewinn irgendwie dabei zu erzielen. Bei einer Anleihe ist es vielleicht ein bisschen längerfristig, weil man da ja auch dann ein bis Laufzeitende hat. Aber du hast ja, glaube ich, auch mal dieses Beispiel mal gezeigt mit dieser österreichischen Staatsanleihe. Mhm. Ja, die ist ja massiv, glaube ich, verdoppelt hat die sich im Wert, weil die Zinsen natürlich so stark gefallen. Und jetzt hat sie sich wieder um, 70% wahrscheinlich korrigiert. Also das ist ja dann schon ein Spekulationsinstrument eigentlich. Je länger die Laufzeit ist. Also ich kann mit Anleihen auch spekulieren und je länger die Laufzeit, umso größer der Hebel, das ist gar keine Frage. Aber du hast auch das Risiko angesprochen, das hat halt 2 Seiten, dieses Risiko. Bei Unternehmensanleihen natürlich, wenn ich jetzt eine 5-jährige Anleihe kaufe, ist viel schlechter abzusehen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens in 3 Jahren, 4 Jahren darstellt, als wenn ich jetzt eine 2-jährige kaufe. Mhm. Ja. Aber Unternehmen gehen meistens insolvent, wenn eine Anleihe fällig wird und sie die nicht refinanzieren können. Das heißt, die Gefahr eines Ausfalls, die steigt mit Fälligkeit der Anleihe. Und deswegen ist es nämlich auch so ganz heikel, zum Beispiel im High-Yield-Bond-Bereich zu sagen, ich mache nur Kurzläufer. Ich bin ja nicht doof, ich mache nur Kurzläufer. Weil eigentlich kauft man sich dann die ungünstigsten Risiken ein. Weil die dann prolongiert wird und er kriegt keine Anschlussfinanzierung dann platzt. Also die meisten Firmen gehen insolvent, weil die Refinanzierung nicht klappt. Jetzt, wo du das so sagst, da fällt mir diese Grafik ein über die Fälligkeitenstruktur der amerikanischen US-Staatsanleihen, ja, die ja auch sehr kurzfristig, glaube ich, sich jetzt finanziert haben. Früher hat man immer sehr lange finanziert, jetzt ist es über die Jahrzehnte immer kürzer geworden.
Wie siehst du dieses Thema? Also kommt da ein Riesen, wie soll man sagen, eine Riesen Gefahr auf uns zu? Naja, die Amerikaner, die reagieren halt so ein bisschen auf die Unsicherheit am Markt bezogen auf US-Dollar und dieses enormen Haushaltsdefizits, was die Amerikaner haben, und gibt halt jetzt lauter T-Bills raus, so 3 Monate, 6 Monate Laufzeit. Mhm. Und weil sie hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten, in dem Volumen 10-Jährige zu platzieren am Markt, und das wollen sie gar nicht testen. Aber das ist ja eigentlich schon so ein bisschen so ein Schuldeingeständnis, oder? Also was heißt Schuldeingeständnis? Es ist kein Zeichen von Stärke. Es ist kein Zeichen von Stärke. Und das ist ja im Euroraum auch so, dass wir ja kürzer gehen? Also ist das ein Trend, dass es immer kürzer wird? Ja, im Euroraum war das sehr interessant zu beobachten. Als die Staaten wussten, dass die Europäische Zentralbank sowieso aufkauft, haben die Italiener das zum Beispiel genutzt und haben sich extrem langfristig verschuldet und sehr viele Langläufe ausgegeben. Deutschland hat es leider nicht gemacht, hätten wir machen sollen. Kennst du den Dr. Stelter, der auch den Handelsblatt-Podcast hat? Der hat letztens so 2, 3 Folgen, die letzten beiden Folgen waren das, da ging es eher darum, wie man Deutschland oder Europa auch wieder so aus der Krise herausbringt. Und da war eine Idee, dass man alle Schulden, die jetzt Europa hat, in einen, ich sag mal, in eine Bad Bank, in einen Bad State sozusagen packt. Da wird einmal alles reingepackt und bereinigt dann sozusagen die Bilanzen der Staaten. Und dann fängt man an, nochmal neu sozusagen das alles zu strukturieren und lässt einfach über die Zeit die Inflation diese Schulden sozusagen wegtilgen. Wie stehst du zu so Ideen? Ja, da habe ich bessere Ideen. Nein. Ja. Ja, ich würde die restrukturieren in Zerrobonds, aber Spaß beiseite. Das Problem ist ja, die Staatsschulden sind auf der einen Seite sind ja letztendlich Altersvorsorge. Ansprüche auf der anderen Seite. Mhm. Also die größten Käufer von Staatsanleihen sind Altersvorsorgeeinrichtungen. Mhm. Das heißt, ich entwerte dann die private Altersvorsorge. Das kann ich schon machen. Ja, aber es ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Das ist ein bisschen komplexer. Vielleicht laden wir da ihn mal zum Gespräch ein und diskutieren das mal zusammen. Ja. Also die Frage ist halt einfach jetzt bei den Anleihen. Ich meine, ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel auch Staatsanleihen-ETFs im Euroraum anschaut, ja, wenn man sich dann den Index anschaut, da sind in der Regel Italien, Frankreich die großen, starken Schuldner, die auch viel, viel höher zum BIP verschuldet sind als jetzt zum Beispiel wir. Die sind da sehr stark vertreten. Das ist ja dann auch, da habe ich zwar den Euroraum, aber ich habe dann Schuldner, die ich vielleicht nicht mag. Ja, aber wirklich, diese ganze Staatsverschuldung, das Problem ist, dass die einfach keinen Sinn macht, weil das verpufft. Ich erinnere daran, dass wir jetzt gerade mal 800 Milliarden in der EU aufgenommen haben mit den Corona-Bonds, was dann umtituliert wurde als Next Generation Fund. Wo sind denn die positiven Effekte? Mhm. Also der Staat ist ja Meister darin, dieses Geld dann versickern zu lassen. Das heißt, jetzt zu glauben, wenn ich die Staatsverschuldung nochmal ausweite, könnte ich irgendeinen positiven Effekt erreichen, die ist, glaube ich, illusorisch. Mhm. Aber das heißt, als Privatanleger im Anleihenbereich, dann lieber nur deutsche Staatsanleihen? Oder also jetzt auf die Risiken von Italien, Frankreich, oder ist es egal? Ist egal, die können nicht ausfallen. Dann lieber mischen, um einen höheren Zins zu bekommen, weil in diesen Ländern gibt es einen Tick höheren Zins. Ja, wir sitzen in einem Boot. Also die Europäische Zentralbank und auch jetzt mit dem Next Generation Fund, wir sitzen in einem Boot. Deswegen habe ich vielleicht höhere Schwankungsrisiken, aber so ein, ich sage mal, auf Sicht von 5 Jahren oder 10 Jahren ist es nicht denkbar, dass Italien ausfällt. Was ich total spannend finde, jetzt haben wir, keine Ahnung, eine halbe Stunde über das leichte und einfache Thema Anleihen gesprochen. Und dann sieht man doch, dass da eine Menge Komplexität drinsteckt und man auch eigentlich, bevor man investiert, sich mehrere Fragen beantworten muss. Ja? Und wenn man sich überlegt, wie einfach die Aussage doch ist, jetzt mache ich ein MSCI World oder ein MSCI All Country World oder ein FTSE All World oder was auch immer. Das ist irgendwie einfach, das hat jeder so ein bisschen, kann man aus der Hüfte schütteln, sage ich jetzt mal. Nee, wie sagt man, aus der Hand schütteln? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall schütteln. Und das Anleihenthema, da ist es doch ein bisschen komplexer, obwohl es eigentlich ein einfaches, respektive sicheres Instrument eigentlich wäre als eine Aktienanlage. Nein, würde ich eben nicht sagen. Also die Anleihen sind definitiv komplizierter, weil Anleihen sind nichts anderes als ein Kredit. Und jemandem Kredit zu geben, muss man sich halt genau überlegen, wem gebe ich einen Kredit und was sind dann die Konditionen, zu denen ich besichert bin oder nicht. Und dann gibt es Pfandbriefe, dann gibt es alles Mögliche. Der Anleihenmarkt ist halt wahnsinnig heterogen in der Hinsicht, aber eigentlich ist es ja der viel größere Markt. Also der Anleihenmarkt ist bestimmt Faktor 4 größer als der Aktienmarkt. Mhm. Aber es ist interessant, dass dann Privatanleger eben scheuen, sozusagen ein Aktieninvestment zu tätigen. Und
wenn sie das Geld bei der Bank ins Konto einzahlen, ist es ja ein Kredit an die Bank sozusagen. Da denkt man, das ist eine leichtere Entscheidung. Also ich lasse gerne mal Geld auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeld liegen, weil ich denke, es ist sicher. Aber ich habe Angst, in einen breit gestreuten Korb von Tausenden von internationalen Aktien zu investieren, weil da ja irgendwie Schwankungen da sind. Nee, aber dann vergleichen wir mal Aktien und Anleihen. Eigentlich sind ja beides Wertpapiere. Mhm. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich eine endlos laufende Anleihe mit variablem Zinscoupon nachrangig. Mhm. Das heißt, im Insolvenzfall werde ich nicht bedient. Siehe jetzt zum Beispiel Warta, wieder als letztes Beispiel. Mhm. Und wenn ich eine Anleihe kaufe, dann habe ich halt eine Laufzeitende, ich weiß, wann es zurückbezahlt wird und ich habe einen festen Coupon in der Regel. Ja, das sind also, aber eigentlich, und ich bin noch besichert. Das heißt, im Insolvenzfall kann ich auf Sicherheiten zugreifen und die Recovery Rate, nennt man das, ist in der Regel 60%, also nicht unerheblich. Mhm. Ja klar, natürlich. Dann schaut eine Aktie halt erstmal ganz böse aus. Die Aktie wird erst witzig durch die breite Streuung. Ja. Und dadurch, dass ich halt mit diesem variablen Coupon sozusagen direkt an den Unternehmensgewinnen beteiligt bin und im Schnitt die Unternehmen mehr verdienen müssen, als sie an Anleihenkosten haben, mhm, an Zinskosten haben für ihre Verschuldung. Also die Aktie wird erst witzig in der breiten Streuung, das, mhm, muss man schon dazu sagen. Auf jeden Fall ein super spannendes Thema und wichtig, dass man, wenn man den Bedarf hat, breit streut, sowohl in Aktien als auch in Anleihen. Vielen Dank für die Reise durch die Welt der Anleihen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass da auch eine Menge Informationen für die Zuschauer mit dabei waren, weil das ist ein wichtiges Thema. Es ist, wenn man mehr Vermögen hat, wenn man vielleicht schon etwas fortgeschrittener ist vom Alter, auch ein wichtiges Thema, um Stabilität ins Portfolio zu bekommen. Und die wenigsten kennen sich damit aus. Also vielen Dank, dass du da heute so erklärend mit mir im Gespräch unterwegs warst. Ja, gerne. Vielen Dank. So, das war der Talk mit Dr. Andreas Beck zum Thema Anleihen bzw. Anleihen-ETFs. Ich hoffe, da waren interessante und spannende Informationen für dich mit dabei in unserem Gespräch. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, welche Anleihen oder Anleihen-ETFs du in deinem Portfolio einsetzt oder ob du lieber nur in Aktien investierst. Das finde ich mal ganz spannend, hier so ein kleines Stimmungsbild von euch zu bekommen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Extra ETF YouTube-Kanal abonniert. Natürlich gerne auch dieses Video liked. Dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video mehr hier auf dem Kanal von Extra ETF, wenn es um die Geldanlage mit ETFs geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.